Könnt ihr mich jetzt noch erkennen? Ja, natürlich, ich bin's, der Promi-Produzent. Das verschwindet irgendwann. Das ist ein cooler Trick, ne? Also für einen kurzen Augenblick sehe ich hier aus wie so ein Geist. Oder wie so eine Erscheinung. Ja, das ist Thriller. Ja, Thriller haben wir ja auch im Moment in Heidenau, wie ihr seht. Und hier, wie gesagt, ein Freund von mir, der Nana, ein Kumpel, also mit dem habe ich schon was zusammen auf die Beine gestellt in Köln. Das ist eigentlich der Partykönig aus Köln. Und der Pocher, die sind jetzt nach Heidenau gefahren und haben die Leute mal besucht. Und haben gefragt, was da eigentlich los ist. Und bis auf einen weißer Hund, der nach Nana schnappen wollte oder Nana angebellt hat, war da eigentlich nicht viel los. Und Nana hat halt so einen Flüchtling gespielt. Also liebe Grüße, Nana Peace. In diesem Fall war cool, was wir damals gemacht haben, auf jeden Fall. Ich komme auf dich zurück. Sehr gerne, Nana ist ein cooler Typ. Kann ich nur empfehlen, auch natürlich in Köln, so in Clubs macht er Partys und wirklich auf jeden Fall sehr bekannt in Köln. Und natürlich auch jetzt hier mit Oliver Pocher. Also das ist, that's the thing, ja. Nana spielt also so praktisch einen Flüchtling. Und die Leute glauben das natürlich, weil er natürlich auch die, sag ich mal, dunkle Hautfarbe hat. Nana kommt eigentlich aus Ghana ursprünglich, aber ist lange in Deutschland. Und Pocher kennt ja auch jede Sau, ne. Also Pocher ist ja auch so eine geile Rampensau. Pocher, du bist eine Sau, bist du, ja. Ja, hätte auch Heinz Erhardt gesagt. Pocher ist eine Sau. Ja, auf jeden Fall, that's it. Ja, und ich bin, wie gesagt, der Promi-Produzent. Und ich find's auch klasse, was sie denn Heidenau machen. Heidenau, vielleicht Heidi, Heida, Tralala. Ja, vielleicht gibt es ja noch einen Film in Heidenau. Ist doch ganz klasse da. Kann man auch viel machen. Ja, bis dann, euer Promi-Produzent.